Hi zusammen, heute verwandle ich mich für euch in den Joker von Batman und zwar genau gesagt in die Heath Ledger Version aus The Dark Knight. Damit ich den Look so gut wie möglich nachschminken kann, habe ich mir natürlich nochmal einige Filmszenen und auch den Trailer auf Maxdome angeschaut. Ich werde euch den Trailer auch in die Infobox verlinken und loslegen wir natürlich wie immer bei meinen Halloween-Looks mit der Gesichtscreme, weil die weiße Farbe später doch ziemlich austrocknend ist und so wird meine Haut einfach geschützt. Besonders markant an der Heath Ledger Version des Jokers sind natürlich seine Narben im Mundbereich und da habe ich es doch so ein bisschen in die Trickkiste gegriffen, ihr könnt das Ganze natürlich auch nur schminken, aber ich wollte jetzt so ein bisschen wirklich was ausprobieren und habe dann zu meinem Wachs gegriffen. Das ist ein spezielles Wachs, ich werde euch das auch, was ich habe, in die Infobox verlinken und es ist ein bisschen schwierig aus dem Pot rauszubekommen, besonders wenn man keinen Spachtel oder ähnliches hat, das würde ich euch empfehlen, um das da rauszubekommen. Dann einfach in den Händen schön warm kneten und dann wird es ein ganz, ganz tolles Material. Es ist schön klebrig, aber trotzdem nicht zu sehr. Man kann es super formen und das bringe ich dann einfach auf mein Gesicht an, so wie ich das jetzt bei meinen Vorlagen gesehen habe. Dann kommen wir auch schon zur Maske und zum Make-up und das Tolle bei dem Look ist einfach, es muss überhaupt gar nichts perfekt sein. Natürlich möchte ich dem Original so nah wie möglich kommen, das heißt, ich achte schon so ein bisschen darauf, wie ich das Ganze auftrage, aber letztendlich könnt ihr euch einfach kreuz und quer die weiße Farbe aufs Gesicht schmieren, da habe ich so Theaterfarbe benutzt und bevor wir zu den Details später kommen, mache ich erstmal die großen Flächen, das bedeutet, wir machen weiter mit den Augen und da trage ich erstmal eine richtig schwarze Base auf, die ist so ein bisschen cremiger und lässt sich sehr gut verteilen und damit mache ich jetzt erstmal die Grundform um die Augen. Mit den Augen machen wir später weiter, die werden nämlich noch um einiges dunkler. Jetzt möchte ich erstmal mein Gesicht noch etwas schattieren und konturieren und es insgesamt etwas düsterer und grauer machen und da benutze ich eben diesen grauen Lidschatten und einen fluffigen Pinsel und auch hier muss nicht perfekt gearbeitet werden, einfach so wie ihr denkt, dass es zu eurem Gesicht passt. Und dann widmen wir uns den ganzen Falten, die der Joker ja im Gesicht hat, die prägen ja so richtig sein Gesicht und da ich eigentlich nicht so viele Falten habe, male ich mir die Falten einfach entsprechend mit einem hautfarbenen Lidschatten. Den mische ich zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen mit Grau, damit es einfach ein bisschen schmutziger aussieht und damit es auch so ein bisschen tiefer wird, nehme ich dann noch einen schwarzen Lidschatten und konturiere sozusagen damit nochmal meine Falten. Dann gehe ich nochmal über alle Stellen, die bereits schwarz sind an den Augen, mit einem tiefschwarzen Lidschatten drüber, aber ziemlich grob und ich gehe auch nochmal drüber hinaus. Es soll ja eben nicht perfekt aussehen. Und damit der Augenbereich noch etwas böser aussieht, gehe ich außen an den Augenbrauen noch etwas drüber hinaus und dann müssen nur noch die Wasserlinien dunkel gefärbt werden. Das heißt, dafür nehme ich einfach einen schwarzen Kajal. Ich taste mich jetzt Stück für Stück an den Look heran und deswegen mache ich zwischendurch weiter mit den Lippen und einem roten Lippenstift, den ich erstmal grob auf meine Lippen und auch auf die Narben auftrage. Und da natürlich die Oberfläche ziemlich holprig ist, komme ich da nicht allzu weit und deswegen mache ich weiter zwischendurch mit einem Pinsel. Und da gehe ich auch so ein bisschen in die Falten rein, wo es sich normalerweise auch natürlich über den Tag hin verteilen würde, wenn ich mich jetzt eben nicht frisch schminken würde als Joker. Und dann war mir der Look natürlich zwischendurch auch noch etwas zu sauber, gerade so im Wangenbereich und auch um die Augen herum. Deswegen nehme ich auch nochmal diesen schwarzen Lidschatten, also nicht den tiefschwarzen, der ist eher so Anthrazit und ziehe mir damit nochmal so Linien, das heißt, wie wenn mein Lidschatten verlaufen würde in meinen nicht vorhandenen Falten. Das sieht einfach insgesamt etwas gruseliger aus und ich verschmiere auch nochmal etwas mit dem helleren Grau, den Augenbereich geht drüber hinaus, einfach, ja, man hat das Make-up ja nicht frisch aufgetragen, das hat er vielleicht schon seit Tagen drauf und so soll es eben auch aussehen. Die Lippen werden erst so richtig gruselig, wenn es so ein bisschen blutunterlaufen aussieht und eben auch die Lippen sind ja nicht frisch aufgetragen und deswegen gehe ich mit einem roten Lidschatten komplett ganz grob über alles drüber und drüber hinaus, wie ihr seht. Es macht so richtig schön verschmiert und gruselig und da es ja ein Halloween-Look ist, dachte ich mir, so ein bisschen Kunstblut macht das Ganze noch gruseliger. Er hat im Film natürlich jetzt die Narben nicht frisch aufgerissen. Hört sich super lecker an, ich weiß. Deswegen wäre da eigentlich jetzt kein Kunstblut angebracht. Aber ich finde, das sieht einfach so ein bisschen glänzender aus. Und ja, ich finde es einfach schön gruselig. Und deswegen tragen wir jetzt hier an der Stelle auch etwas Kunstblut auf.
Machen wir weiter mit den Haaren und die könnt ihr natürlich tragen, wie ihr wollt. Ich wollte den Look vom Film so ein bisschen kopieren und deswegen habe ich meine langen Haare hinten im Nacken einfach zusammengeknotet, dann vorne die kürzeren wieder rausgezogen, alles so ein bisschen verwuschelt und letztendlich meine Haare auch grün angesprüht, aber natürlich nicht vom Ansatz ab, denn das Ganze ist selbstverständlich schon ein bisschen rausgewachsen. Beim Kostüm müsst ihr eigentlich nicht viel tun, ihr braucht lediglich eine Zusammenstellung aus Dingen, die ihr eben für den Joker passend findet. Vor allem trägt er meistens ein richtig knalliges Grün und auch so einen Violettton. Da ich jetzt aber kein Violett in dem Farbton hatte, habe ich zum Beispiel auch ein Jackett ausprobiert in Königsblau und ich finde, das sieht auch richtig gut aus. Und dann ist der Look im Prinzip auch schon fertig. Falls ihr jetzt noch auf der Suche nach weiterer Halloween-Inspiration seid, dann schaut auf jeden Fall in meiner Playlist vorbei. Ich werde euch alles in die Infobox und auch in die Infocard verlinken. Dort findet ihr auch nochmal den Trailer zum Film, damit ihr auch einfach den Vergleich seht von meinem Joker zum Original. Und ansonsten, falls ihr das Ganze nachmacht, würde ich mich natürlich sehr über eure Fotos freuen. Das kennt ihr ja schon von mir. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, viel Spaß bei Halloween und bis zum nächsten Mal. Ciao!